Seine lebensgroße Statue der Königin. Statue der Damit Königin. breche ich sicher irgendein Gesetz. Okay, wir haben eine Statue der Königin. Das ist ein Abbild der Königin, aber weder lebensgroß noch Regenbogenfarben. Okay, lebensgroß, das kriegen wir hin. Das haben wir jetzt hier mit dem Fluss. Wenn wir das jetzt auf den Kopf stellen. Dann kann der Fluss doch. Nein. Der Statue größer machen. Das ist immer noch nicht Regenbogenfarben. Das kriegen wir vielleicht im Gemälderaum hin. Vielleicht kann mir der Wasserfall helfen, aber zuerst kümmere ich mich um die richtigen Farben. Okay, macht Sinn, weil wenn sie dann lebensgroßen Farben dort unten steht, dann kriegen wir es nicht mehr ins Inventar wahrscheinlich. Okay, die Farben. Vielleicht können wir das irgendwie ins Gemälde reinstellen. Puh. Okay, jetzt haben wir hier den auf dem Kopf stehenden Garten. Unerreichbar. Da ist Sommer drüben. Tja, also. Nee, das bringt ja nichts. Wir brauchen bestimmt mal den Kelch, um irgendwie Wasser aufzufangen oder so. Ich weiß es nicht. Wozu das uns. Wozu das uns helfen sollte. Können wir mit der Stange und Das dem ist völlig Kelch? verrückt, aber ein guter Vogelfänger passt sich an seine Umgebung an. Können wir damit Honig jetzt Damit fangen könnte ich oder? mir vielleicht etwas Honig Aber stehlen. wozu? Damit könnte ich mir. So, ich stehe auf der falschen Seite. Wieso? So, hier bin ich ja doch. Damit könnte ich mir viel. Dann mach doch. Damit könnte. Nicht so. Das kann ich besser. Hey. Das ist völlig. Aber ein gut. Ach so, ja gut. Das war das untere Honig. Jetzt haben wir einen Krug voller Honig, also einen Kelch voller Honig. Wozu? Wozu? Wie kann man den Honig irgendwie zu was Buntem machen? Jens. Okay, in das Bild stellen. Quinling hat früher manchmal mit Honig gemalt. Ich habe ihn lieber gegessen. Gab ja selten genug welchen. Ja, Quinling vielleicht hat können wir ich habe den gab ja ins. selten. Ich muss dringend. Eine Ich muss Skulptur. dringend. Ne, mit Honig gemalt. Vielleicht wäre das ja Quinling wirklich hat früher eine. manchmal mit Honig gemalt. Ich habe ihn lieber gab ja selten. Das könnte ja eine Idee sein, wenn wir die Farbkugel nehmen und dann dort oben. Einen Regenbogenhonig machen. Dreh mal wieder auf Winter.
Vielleicht. Können wir jetzt. Winling hat früher manchmal. Ich habe ihn lieb. Gab ja selten genug welchen. Tja, also. Skulptur. Hallo Fisch. Ist wohl nur eine ganz normale Statue. Erstaunlich. Es ist wieder Winter. Können wir mit Tino mal reden? Havauris? Ja, bitte? Sommer und Winter. Wie erkennst du denn, ob Sommer oder Winter ist? Zählst du die Tage mit? Das würde nichts bringen. Sommer und Winter wechseln sich sehr unregelmäßig ab. Nein, ich orientiere mich am Wasser. Wenn ich es fließen höre, ist Sommer. Aha. Der Einsiedler oder der Krebs. Warum seufzt denn der Einsiedler die ganze Zeit? Der Einsiedlerkrebs. Der Wind bringt keine schönen Düfte mehr. Das ist enttäuschend. Aber im Grunde besser so. Er ließ sich viel zu leicht ablenken. Düfte ablenken. Oh, ein schöner Duft war, da hielt er die Nase hin. Das hat die ganze Zeit durcheinander gebracht. Der hält die Nase dorthin, wo ein schöner Duft ist. Dann störe ich nicht länger. Wait a second. Vielleicht können wir den irgendwie... Nein, nicht hier hin. Vielleicht können wir den... Den Mr. Krabs. Den Miff Miff. Ich kann bei den, der ist ja so eine Nase. Ich kann bei den irgendwie zu dem hier nach Westen, nach zu dem, zu dem Vogel hin. Ah ja, der mag den Geruch. Der Wind kommt aus einer. Lässt er sich davon ablenken? Mal Süden. Oha. Da hat was passiert. Oha. Warum auch immer? Was ist eine Faunfeder? Er hat's nicht mal gemerkt. Eine riesige Feder mit Winter. Mit der Feder können wir jetzt... Was genau? Ah, Sekunde, ist doch, ist es... Ja, natürlich. In dem Bild fehlt orangene Farbe. Der Honig hat eine orangene Farbe. Vielleicht können wir jetzt in den Kelch... Die Nase hat kein Interesse. Was? Nee, das sollst du nicht. Du sollst hier... Winling hat früher manchmal mit Honig... Wieder mit Honig. Jetzt haben wir eine orangenfarbene... Winling hat mit Honig gemalt und das ist jetzt natürlich... Jetzt können wir damit doch... Jetzt können wir hier anmalen. Jetzt können wir da die... Dem Bild die restliche, die letzte Farbe geben. Nein. Ich den Kristall rausnehmen. Und jetzt anmalen. Die Farbe wird sofort grau. So kann ich nicht malen. Das ist doch ein Farbstein. Die Farbe wird sofort grau. So kann ich nicht.
Die Farbe wird so... So kann ich nicht... Die Farbe... So kann ich nicht... Ich bin etwas... Ich auch. Haben wir noch irgendwas übersehen? Kann man noch nicht meinen. Das ist wahrscheinlich noch nicht das Richtige. Der Honig ist eigentlich eher gelb. Das ist ja orange. Das ist ja orange, ist eher das hier hinten. Können wir bei dem Mr. Krebs hier noch irgendwas tun? Einfach mal alle Seiten ausprobieren. Vielleicht ist da irgendwie was noch. Vielleicht kriegen wir irgendwas. Auf Osten stand, Süden haben wir schon probiert, Westen. Westen nochmal. Passiert nichts. Dieser Reif, den er um den Hals trägt, das ist der Reif aus meinem Traum. Heißt das? Und warum? Können wir den... Der Wind... Der Wind... Den kann ich noch umstellen. Der Wind kommt aus... Den Kelch... Kelch Honig. Und aus dem wenigstens Nordwesten, Norden, Nordosten, Südosten, Süden. Okay, Müff sagt, Stille Kirche im Westen haben wir jetzt da irgendwie. Der Vogel, wenn überhaupt. Tja. Mal einen Rund stellen, vielleicht irgendwie. Den Kelch auf den Sockel stellen und dann. Wir müssen ja irgendwie, dass der Ding sie noch anguckt. Das wäre vielleicht auch noch. Vielleicht ist der. Der Wind kommt aus. Wenn wir auf Süden stellen, dann schläft der Typ ein. Wenn wir auf Norden. Der Frau ein. Wenn wir das auf Norden stellen. Ne, passiert nichts. Können wir den Kelch vielleicht. Natürlich nicht. Kann man nicht. Nordosten. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich nehme den Kelch mal mit. Eine lebensgroße Statue der Königin. Vielleicht können wir die Statue ja. Das
Vielleicht schon mal probiert, aber... Okay. Das geht jetzt auf einmal. Können wir die auch rot, orange... Licht lässt sich nicht einmal hier. Okay. Ach nein. Licht lässt sich nicht einmal hier. Als ob. Als ob du die einfach aus dem Bild nehmen kann. Ah, es ist eine Sekunde. Aus dem Bild. Wenn wir jetzt den Kristall hier rausnehmen. Zack. Das ist der Teil des Bildes. Eine Treppe? Oder? Und wenn wir jetzt den... Die Farbe wird sofort... So kann ich nicht... Warum wird diese... Das ist... Warum zum Henker? Farbige Lichtstatue. Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett. Hm. Orange fehlt. Dachte ich mir. Gut, können wir jetzt eigentlich eher hier oben nutzen. Das spielt hier keine Rolle, wie rum das dreht. Das muss hier... Und die Farbe ist der Sommer. Brauchen wir. Bartkratz. Kaffee trinken. Was machen wir nun? Tja, das dann die Farbkugel, die brauchen wir. Die Farbe gibt es, die leuchtet doch schon orange. Kann man damit irgendwie vielleicht. Das heißt, hat wahrscheinlich nur zu bedeuten, dass da orange fehlt. Können wir vielleicht mit der Statue darauf. Fehlt orange, wie kriegen wir jetzt orange hin? Den Kristall rausnehmen. Damit der Feder das Bild. Die Farbe wird so kann ich nicht. Warum die Farbe wird so kann ich nicht. Das ist genug. Die Farbe wird so kann ich nicht. Warum wird die Farbe sofort grau? Die Farbe wird so kann ich nicht. Das ist bunt, dafür haben wir doch die Kugel drin. Ach komm.
Doch später, das ist ein Rätsel. So kann ich es nicht. Es ist flach. Vielleicht können wir irgendwie das Rot aus dem Gemälde rausnehmen, aber. Da ist ja Rot drin in dem Gemälde. Vielleicht können wir. Nicht so. Vielleicht. Willst du den? Da gehört wohl ein. Lichterkugel lassen wir mal da drin. Vielleicht wollen wir uns noch eine Feder vom V klauen und dann damit. Ich weiß nicht. Ein roter Apfel, können wir den vielleicht. Nee. Tja. Gehen auf Süden, schläft der Vogel ein. Okay, Faunfeder können wir jetzt nicht mehr klauen. Tja. Wenn wir die Kelche damit wegnehmen, dann wird der Vogel wieder wach. Jetzt können wir die Farbkugel vielleicht mal. Ich versuch mal eins. Jetzt machen wir es hier mal. Sommer. Überraschung, Fu, du hast bis Sommer geschlafen. Und teilst du dich mal mit dem Vogel? Und die, Südosten. Dich jetzt hier in Südosten hier in den Kelch nehmen. Nach Westen zum Vogel hin, vielleicht können wir da irgendwie was. Hoppala. Okay. Da haben wir jetzt hier eine Brücke zum. In die Statue rein. Können wir den Vogel vielleicht auch so irgendwie drehen jetzt hier dann im nächsten Schritt? Hier haben wir einen Farbtopf. Rote Farbe, vielleicht können wir hier. Orange, genau das meine ich, das ist jetzt das Honiggelb und das Rot ist dann Augenhöhle. Wie zum Henker bringe ich eine blinde Statue zum Sehen? Das ist jetzt nicht unser Problem, das machen wir dann im nächsten Schritt. Jetzt gehen wir erstmal Bild anpinseln. So, bin Orange dabei. Was soll ich anmalen? Hier ist nicht mal eine Leinwand. Ja, ja. So, einmal Pinsel bitte. Sehr schön. Dann Kristall wieder rein. Farbe, Lichtstatue wieder rein. Kristall wieder raus. Kristall wieder rein. Regenbogen vom Lichtstatue raus. Farbstein raus. Farbstein hier rein, damit wir Sommer haben. Und jetzt sehen wir hier schon. Das brauchen wir, damit das Wasser fließt.
Das Wasser muss rückwärts fließen, nach oben, damit es die Statue größer macht, oder? Kann man auch nochmal drehen. Ich habe mal Regenbogenfarbe auf jeden Fall. Lass mal versuchen. Von hier aus macht der Wasserfall die Statuette höchst. Du musst aber runterfließen, die Statue. Nee, die muss runter. Damit es dann dort unten steht, vorm Eingang und dann. Was? Okay, das hat wohl scheinbar. Hat das schon geklappt? Es hat links. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Eure Regenbogenstatue ist fertig. Nein. Wie prächtig. Nachtar, er hat die Aufgabe gut bewältigt. Welche Aufgaben soll ich erfüllen? Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er die Traumgemächer betreten. Diesmal sollte er es sich besser einprägen. Und die letzte Aufgabe kriegen wir auch noch mal hin. Achte! Ui, eine tolle Statue.